Du bist heute aber früh wach, Nephias. Ja, ich habe Freddy versprochen, heute was mit ihm zu unternehmen. Du gehst zu ihm nach Hause? Ja, er hat ein neues Spiel, das er mir zeigen will. Oh, klasse, ich kann es nicht glauben, das ist so aufregend. Freddys Haus. Was für ein Haus das wohl ist, welche Farben es hat, welche Sachen drin sind. Naja, beruhig dich erstmal, bevor wir hingehen, sonst wird es etwas seltsam. Aber ja, er hat alles. Spiele, Konsolen, ein Teleskop, du wirst es ja sehen. Freddy wohnt in Schwalbing. Oh, ich habe gehört, das soll eine ziemlich noble Gegend sein. Worauf warten wir noch? Schauen wir uns an, wo die andere Hälfte wohnt. Freddys Neugier. Und damit herzlich willkommen zu Yo-Kai Watch. Los geht's! Wupp, wupp. So, warte, wir gehen jetzt erstmal hier in das Buch rein. Weil wenn ich schon mal hier bin, können wir uns doch... Mir wurde gesagt, ich kann mir die hier anhören. Mehr. Habt ihr mir gesagt? Ich hoffe, dass das irgendwie stimmt. Aber irgendwie... Posieren? Nee. Hä. Entfernen, abbrechen. Ich kann mir die nicht nochmal anhören. Leutchen. Leutchen von Häutchen. Was ist denn hier los? Kann man sich die irgendwie... Nee, kann ich mir nicht anhören. Ich bin enttäuscht. Oder schreibt mir mal genau in die Kommentare, wie es geht. Aber jetzt gerade so... Kann ich mir das nicht anhören. Ist hier auch kein Button, der das irgendwie macht? Okay, anscheinend nicht. Schade. Okay, dann verlassen wir das erstmal hier. Oder habe ich irgendwie... Nee, hier ist ja auch nichts. Hm. Habe ich hier noch was? Einstellung, Info. Infos über alles Mögliche. Yokai-Orte. Ja, das ist ja... Moment mal. Okay, es gibt hier ganz besondere Orte noch. Ultra Turbo Omega Hyper Verzweiflung Super Combo. Keiner ist besser als ich. Ah, alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Ist hier irgendwie was Besonderes? Hallo Mama. Triffst du dich mit Freddy? Viel Spaß. Na klar. So. Oh, da ist ein Dings. Wir müssen immer noch nichts da fangen. Und wir müssen sowieso so viel fangen. Das ist schon recht krass, was wir alles fangen müssen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ganz offensichtlich beschäftigt diese arme Frau etwas. Du willst dir die Probleme einer alten Dame anhören? Du bist ein Engel. Die Sache ist so, mein Männlein ist spät dran. Er wollte Nudeln essen gehen. Aber man braucht doch keine 3 Stunden, um Nudeln zu essen, oder? Die Nudeln werden jetzt ganz durchgeweicht, oder nicht? Wahrscheinlich hat er Bauchschmerzen und wandert irgendwo ziellos umher. Ich frage mich, ob irgendjemand so freundlich wäre, nach ihm zu sehen. Ach, solche Leute gibt es nicht. Stelle dir so jemanden vor, gegenüber von... Was? Du würdest mich nach ihm sehen? Meine Güte, du bist ein seltener Engel. Bitte sieh nach meinem Männlein. Wir sollten mal im Nudelrestaurant Nordwind im Krämerviertel nachsehen. Lass uns mal hingehen und nachsehen. Oh, das Klärchen. Da links ist noch eine Flagge. Wir müssen echt irgendwann mal gezielt eine Nebenquest-Folge machen. Habe ich ja mal angedroht. Wäre ganz cool, wenn wir das machen. Ist hier eine Ampel? Nee. Also kommen wir rüber. Okay, was willst du? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Das ist die Floristin. Sie denkt über Blumen nach. Kein Zweifel. Oh, möchtest du Blumen kaufen? Tut mir leid, ich bin etwas abgelenkt. Ich versuche, ein frisches, neues Produkt für meinen Laden zu finden. Kannst du mir vielleicht helfen? Klar. Danke, eigentlich würde ich gerne mal ein gewagteres Produkt einführen. Für einen leckeren Pilz könnte ich bestimmt gut Verwendung finden. Pilze im Blumenladen? Das ist eine gewagte Idee. Sie wachsen auf dem Waldberg, aber ich habe keine Zeit, dorthin zu gehen. Da kommst du ins Spiel. Pflücke einen und bringe mir. Okay, ab sofort mit Pilzen. Ja, geil. Okay, ich mag die Wortspiele hier. Ah, die Witze. So. Krämerviertel. Wo ist das denn? Ist das hier links oder ist hier schon die andere Stadt? Blütenbühl ist hier. Blütenbühl. Da ist schon wieder ein Gefallen. Ach, Mann. Was ist passiert? Du siehst mitgenommen aus. Ja, ich mache mir Sorgen um meine Oma. Was ist los? Dauernd werden Streiche auf ihrem Telefon und Handy gemacht. Hm, das scheint kein typisches Yokai-Verhalten zu sein. Sie verlässt ihr Haus, um den Anrufen zu entkommen. Also ist sie nie da, wenn ich sie besuchen gehe.
Ich will dir helfen, aber ich weiß nicht wie. Wenn ich doch nur eine gute Idee, Möglichkeit wüsste, ihr zu helfen. Richtig? Du willst mir helfen? Ja, ich versuche mein Bestes. Wo wohnt deine Oma? Ihr Haus ist beim Fahrradladen in der Nähe der Sonneneck-Haltestelle. Hier brauchen wir vielleicht etwas Joker-Unterstützung. Aber gehen wir erstmal zum Haus der Großmutter. Brauchen wir vielleicht Schnatterli? Die haben wir doch. Die kleine, nette Schnatterli. Oh, lauf doch. So. Hier. Ach nee, warte mal. Hier ist irgendwie... Wer will hier gefallen? Hallo, hallo? Hallo, kleine Dame. Was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Wie unverschämt. Wenn sich jemand verlaufen hat, dann Papa, Mama und mein Bruder. Nicht ich. Ich lasse sie einmal aus den Augen und sie laufen weg wie kleine Kinder. Such sie doch bitte für mich, ja? Bestimmt haben sie Angst. Das höre ich gerne. Weißt du, wo sie sein könnten? Also wir waren zuerst im Blumenladen am Fluss. Und dann, oh ja, wir sind zum Tempel gegangen. Und dann haben wir super leckeres Brot in der Bäckerei gekauft. Danach, ich weiß nicht, wer erinnert sich schon an solche Sachen? Sie scheint nicht wirklich zu wissen, wo sie gewesen ist. Aber wir sollten uns zumindest an den Orten umsehen, die sie erwähnt hat. Mein Gott, die Questreihe wird immer länger. Ei! Meine Mutter benimmt sich seltsam. Ich bin so spät dran für mein Treffen mit meinem Freund. Hilf mir. Schnell, tu irgendwas. Mein Freund wartet. Wo liegt denn das Problem? Sprechen wir mal mit der Mutter. Versprochen. Was willst du denn? Geh mir aus dem Weg. Wenn deine Hausaufgaben noch nicht fertig sind, darfst du auch nicht spielen. Hast du deine gemacht, mein Kind? Wenn nicht, darfst du nicht spielen. Ich lasse dich nicht gehen. Die Hausaufgaben werden gemacht. Ha, sie ist so unhöflich. Das ist fast schon lustig. Irgendetwas ist hier auf jeden Fall faul. Warte mal. Ich glaube, ich spüre den leisen Hauch einer Yokai-Aura. Der Yokai beseelt wahrscheinlich die Mutter. Kümmern wir uns drum. Mutti. Da. Ah, nein. Den haben wir doch schlechte Erfahrungen gemacht. Barricado. Oh, vielleicht kriegen wir einen. Unfassbar, du hast mich gefunden. Du willst durch, dann musst du durch mich gehen. Okay, wir gehen durch dich. Barricado. Na, Schnatterli, mach mal hin. So. Die machen wieder so viel Schaden, ey. Das ist unglaublich. So. Sehr gut. Letzte Kraft. Oh nein, er hat noch einen KP. Sehr gut. Attacke, Rumgeheule. Machen wir die auch noch. Oh nein. So. Und so. Buhu. Ich hoffe, Tristin schafft das jetzt. Ansonsten drehen wir einmal. Letzte Kraft. Okay, mach mal einen Angriff jetzt. Mach doch einen Angriff. Dankeschön. Ah ja, wir haben ja jetzt Ninzikado auch. Stimmt. Dem seine Ulti-Serie müssen wir uns noch angucken. Boah, wie viel Geld wir haben. Jetzt hört die Mutter vielleicht auf, sich ihrer Tochter in den Weg zu stellen. Das ist eine Tochter? Ich dachte, das wäre ein Junge. Lass uns mit dem kleinen Mädchen reden. Ach, das ist echt eine... Ist das ein Mädchen? Das ist aus wie ein Junge. Hä, meine Mutter lässt mich jetzt gehen? Klasse, ich glaube, ich komme immer noch pünktlich zu meinem Freund. Ich frage mich, was mit Mama los war. Na, egal. Yeah. Gib mir die XP. Bauchspeck. Nom, 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 nom. Und die Bonusszene. Oh, die hatten wir noch nicht. Hallöchen. Kleine Kugel. Sehr gut. Boah, die ganzen Erfahrungskugeln habe ich ja auch noch. So viel Zeug zu tun und so wenig Zeit. Wir gehen mal zu Aokai. Oh, wir gehen mal zur Kiste. Ah, die Münzen. Zum Yokai-Maten müssen wir auch. Wir müssen eh hoch zum Tempel, glaube ich. Ich habe jetzt zwei Münzen. Erinnert mich auch daran, dass ich den 3DS öfter anlassen sollte und ein bisschen rumtragen. Damit ich diese Münzen sammle. Der liegt halt immer zu Hause, weil ich nicht der Mensch bin oder nicht das Leben führe, das mir erlaubt, den 3DS ständig mitzunehmen, um zwischendurch zu zocken. So. Ja. Oder ihm einfach random mitzutragen. Das ist eigentlich doof. Eigentlich nur Ballast. So. Lass mich mal durch.
Ich habe solchen Hunger. Ich könnte jetzt wirklich einen Reisball vertragen. So hungrig. Ich brauche dringend 2 Roggenreisball. Hab ich nicht, aber ich kann es mal versuchen. Das hilft manchmal. Ein Junger. Roggenreisball. Ja, okay. Ja, müssen wir mal. Oh Gott, so viele Quests, die ich mir bestimmt nicht merken kann. Hier komme ich nicht durch. Hier ist eine Mauer, ne? Ja, okay. Ich sollte das Radar mal wieder anmachen. Hier ist nämlich voll. Ach so, hier ist ein Baum. Okay. Der Baum ist ja klar. Ist ja auch nur ein D-Rang-Yokai, ne? Da wollen wir uns ja mal die Hände nicht schmutzig machen für. So. Hey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann mich nicht entscheiden. Veterans-Moment ist gekommen. Ruf mir ihn davor. Ach, hier brauchen wir Veteran. Sehr gut. Hä? Ich wünschte, es gäbe einen Zauberspruch oder so, der mir helfen könnte. Du kannst mir helfen? Das ist sicher ein Träger, aber ich bin verzweifelt. Es gibt Lasagne, Ravioli und Spaghetti Bolognese. Ja. Ich hoffe, ich kann meine super knappe Frist einhalten. Haha. Ich hoffe, mein erster Feinschmeckerartikel wird ein Hit. Na gut, bringen wir sie mit Yokai-Kraft dazu, das Risiko einzugehen. Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Veteran. Yokai-Medaille aktiviert. Jetzt wird's interessanter. Ah, nee, ist, glaube ich, kein Charmanter. Man muss nur aufs richtige Pferd setzen. Aber man muss sich entscheiden, sonst geht man kein Risiko ein. Lasagne, Ravioli, Bolognese. Los geht's! Bolognese. Ich schreibe über Spaghetti Bolognese. Dank mir wird ein Bolognese-Fieber ausbrechen, wie niemals zuvor. Aber erstmal ziehe ich los und probiere jede Bolognese, die ich finden kann. Mein Ziel? 10 Teller. Und dann heißt es schreiben, schreiben, schreiben. Tschüss. Diese Leidenschaft. Damit wird es bestimmt ein inspirierender Nudelartikel. Und ziemlich wahrscheinlich führt es auch zu heftigen Bauchschmerzen. Wahrscheinlich. Weißt du, ich könnte jetzt tatsächlich eine Portion Nudeln vertragen. Mein Lieblingsnudelgericht, das ist ein Geheimnis. Die Nudelumfrage abgeschlossen. So, XP will ich dafür, ganz viele, weil dafür musste ich extra einen Yokai fangen. Jawoll. Jibanyan. Wenn Jibanyan sich entwickelt, ich weiß ja nicht, ob ich ihn lassen soll, aber ich würde schon. Ich würde es ja schon tun. Okay, ich hätte jetzt fast gedacht, das wäre ein Buu. Ach, aber wenn es ein Bingo ist, kein Ding. Oh, gut. So, wir gehen jetzt mal zu Oma. Es scheint niemand zu Hause zu sein, das macht die Dinge komplizierter. Wir müssen wohl nochmal mit dem Jungen sprechen, hin und zurück. Vielleicht hat er eine bessere Idee, wo seine Oma sein könnte. Oh, nee. Merk schon, das wird ein Stress. Wir müssen auch noch zum Tempel. Ach, wir müssen noch so viele Orte besuchen. Das Spiel ist so umfangreich. Man kann die Story so hart runterzocken. Oder halt mega viel Nebenquests machen. Oder einfach so rumlaufen und Yokai hauen. Voll gut. So, warte mal. Wo war denn der Junge mit der Oma? Da war der Junge mit der Oma. War Oma nicht zu Hause? Wo würde Oma sonst hingehen? Meine Geschwister machen sich auch Sorgen. Vielleicht haben sie eine Idee. Sie wollen sich auch andauernd besuchen. Sie wollen sie auch andauernd besuchen. Ich wette, heute sind sie bei Oma. Da findest du sie bestimmt. Ja, das ist natürlich. Muss ich jetzt tatsächlich zurücklaufen oder. Was zur Hölle? Moment. Oh, tatsächlich, ey. Weißt du, und gerade standen sie nicht da. Ah, bremst doch. So. Bist du mit meinem Bruder befreundet? Was möchtest du denn? Du möchtest nach Oma sehen, oder? Sie ist nicht zu Hause, mal wieder. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Also zumindest weiß ich, dass sie ruhige Orte mag. Wahrscheinlich ist sie irgendwo hingegangen, wo nicht viele Leute sind. Oh, jetzt fällt es mir ein. Oma sitzt gerne auf dieser Bank am Fluss in Lenzhausen-Neudorf. Sie findet das Wasser so beruhigend. Vielleicht ist sie heute da. Suchst du auch nach Oma? Zu Hause ist sie nicht und wir versuchten sie auch schon zu finden. Die Großmutter holt sich gerne am Fluss in Lenzhausen-Neudorf. Schauen wir mal, ob wir sie dort finden. Okay, dann gucken wir mal, ob wir sie dort finden. Die arme Oma. Die am Fluss sitzt. Das kann hier schon sein. Oder rechts. Wahrscheinlich eher rechts.
Obwohl, hier links ist ja auch die Bank. Aber wir gehen erstmal da oben, da ist eine Flagge. Verzeihung, hast du hier irgendwo ein kleines Mädchen in Orange gesehen? Also vor Wanderers Rast steht ein kleines Mädchen mit orangenem Rock. Ja, das muss meine Kleine sein. Hm, Wanderers Rast, danke. Sie rennt einfach immer weg, sobald man sie aus den Augen lässt. Ach, das ist die Mutter. Die Mutter sucht wohl ihr Töchterchen. Zum Glück haben wir sie gefunden. Okay, lass uns weiter versuchen, diese Familie wieder zu vereinen. Okay. Da ist die Oma. Haha. Also auf der Map. Sehe ich schon die Flagge. Das muss sie sein. Da ist sie. Was? Meine Enkel machen sich Sorgen und sie suchen nach mir? Oh, ich fühle mich so schrecklich. Aber zu Hause sind die Telefone so laut. Ich kann mich nicht entspannen. Hier ist es ruhig. Am Fluss ist es immer friedlich. Vielleicht kann ich ihr mit dem ganzen Lärm in ihrem Haus helfen. Können Sie vielleicht vor Ihrem Haus auf mich warten? Das würdest du für mich tun? Also das klingt einfach wunderbar. Also gut, dann warte ich vor meinem Haus auf dich. Wir müssen nur herausfinden, wie wir die lästigen Anrufe beenden können. Ich weiß, was wir dagegen machen können. Wenn wir Spansel kriegen, kann er die bösen Energiewellen verschlingen. Dann wäre das Problem der Großmutter gelöst und sie könnte jetzt heimgehen. Spansel? Ach du großer Gott. Was die alles von mir wollen an Yokai, ne? Ich muss mal echt Yokai fangen. Wir müssen eine Quest-Folge machen, eine Yokai-Fang-Folge. Und ach du Heilige, ey. Wir müssen so viel machen. So viel Stuff to do. So viel. Unglaublich. Ja, immer zu Aokai. Ich glaube, wir waren schon voll, aber ist egal. Ich bin gerne geheilt. Mache ich mal Pokémon auch immer. Gehe ich immer fünfmal ins Pokémon-Center, auch wenn ich nicht muss. So. Können wir hier rein? Sind da jetzt irgendwie Yokai am Stade? Dizuma. Ah, die Tür, kriegen wir die auf? Das ist eine D-Tür, die könnten wir aufkriegen. Ach ja, komm, machen wir simpel noch platt. Die Belzebub können wir noch fangen. Vielleicht. Vielleicht brauchen wir den irgendwann. Gucken wir mal. Pinnen wir den erstmal fest. So. Und dann gucken wir mal, geben das mal den Gegnern. Natalie macht dann noch ihre Dings. Die müssten ja eigentlich One-Hits sein. Die sind ja relativ schwach. Sehr gut. Vielleicht kommt Rebelzebub ja mit. Man weiß es nicht. Nein. Natürlich nicht. Okay, pass auf. Öffnen wir erstmal die Kiste. Ah, die Puppen muss ich auch noch verkaufen. Haben wir hier irgendwie was versteckt? Ja, aber keine Yokai. So, mach mal auf. Sehr gut. Da können wir jetzt rein. Okay. Wollen wir da rein? Komm, wir gehen da mal rein. Kann ich hier die Tür öffnen jetzt? Okay, von der Seite nicht öffnen. Okay. Die kann ich aufmachen. Okay. Das ist eine Kustanie. War ich hier schon mal? Okay, hier war ich noch nicht. Ah, wir müssen zum Yokai Marten. Nice. Jetzt ist diese Kustanie. Nein. Ach, genau da, wo ich lang muss. Zapfi ist hier. So. Antippen. So, zack. Oh, Jamsels Hals tut weh. Nein, Jamsel. Ein Tropfi hätte ich noch gern, aber ich bin jetzt gerade zu faul, wieder Items rauszuholen. Die kommen eh nicht mit. Die haben alle keinen Bock. Keinen Bock mitzukommen. So, wirklich Erfahrung kriegt man nicht, aber man kriegt Items und ein bisschen Geld. So, hier die Tür habe ich geöffnet. Ich sehe den Yokai nicht, der da gleich kommt. Wo ist Tanja? Okay. Hier ist nix. Kann ich da raus? Nein. Oh, da kann man reingucken. Da will ich reingucken. Da muss ich halt Hustanja für besiegen. Ich hätte jetzt schon gern Zapfi. Moment. So, und jetzt pinnen wir den. Machen den Ulti-Seel. Vielleicht reicht das schon. Tropfi, komm zu mir. Es reicht nicht.
So, machen wir hier mal die charmante Einheit, damit es schneller geht. Und ja, schneller. Ich muss Nizikados Ulti-Seel immer noch machen. Vergesse ich immer. So. Immer noch nicht. Ey, diese Yokai, ne? Da kann man reingucken. Oh. Besser blocken. Fiese Medizin. Sowas liegt hier. Crazy. Sowas krasses liegt hier. So, warte mal. Hier können wir lang. Bam, badam, bam, 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 bam. Tropfi. Kiste. Hermes-Emblem. Das klingt nach Tempo. Ich habe schon so viele Tempo-Items. Hallo? Kann ich die öffnen? Okay, von der Seite nicht öffnen. Was haben wir hier? Auch Items. Tanzsternchen. Ich weiß immer noch nicht, wer die will. Kleine Fiesling. Okay. Dun, 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 dun. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Hier haben wir nochmal einen Ort zum Sammeln. Oh, hier ist ein Yokai. Ist sogar da gerade. Durch meine Linse am Laufen. Ist das ein Tropfi? Ist ein Tropfi, ne? Kennen wir schon. Zapfi, nicht Tropfi. Zapfi. Wieso sage ich denn Tropfi? Hat der eine Attacke, die Tropfi heißt? Irgendwie habe ich Tropfi im Kopf. Zapfi, Zapfi und Zapfi. So, Zapfi. Was war das denn jetzt? Okay, hat irgendwie geklappt. Okay. So, Nincicado. Zeig mal an da. Was du kannst. Schattentempo. Oh nein, das ist... Oh. Er hat seine starke Attacke aufgegeben dadurch. Die war echt stark. Okay, schade. Okay. Nincicado ist kein Attacker mehr, aber da, er kann uns schneller machen. Kann ja auch gut sein. Kann ja helfen. Aber es ist halt doch enttäuschend. Fischköder und Amulett des Frosts. Nice. Zapfi kommt mit. Hi. Zapfi nähert sich dir. Wenn du Wassereis magst, sollten wir unbedingt Freunde werden. Oh, ja. Zapfi. Die Stimmen sind immer relativ... Also man merkt, dass... ein Sprecher sehr viele eingesprochen hat. Aber ist bei der Masse an Yokai halt auch, ne? Sehr gut. Was war denn da oben? Was ist da für ein Yokai? Was ist das? Ich will diesen Yokai da oben. Aber erstmal gehe ich hier lang. Hier könnte nämlich noch eine Kiste sein, genau. Krass, was wir an Kugeln finden hier. So, hier ist nochmal so ein Ort zum Angucken. Oh, und ein Yokai in der Nähe. Was denn für einer? Ist das eine Hustanie? Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Sieht aus wie eine Hustanie. Wehigel. Oh. Nicht ganz Hustanie. Könnte aber halt eine Weiterentwicklung von Mustanje sein. So, Kampf. Upsa. Da wollte ich schneller tippen oder so, als es da war. Das war nicht so gut. Okay. Eigentlich ist das voll die Verschwendung, die ich hier betreibe. Ich mache jetzt gerade für einen D-Igel die ganze Ulti. Oh, der ist aber stärker. Oh, der ist viel stärker. Krass. Also der hat das Doppelte von so einem von so einer Hustanie ausgehalten. Kommt aber nicht mit. Schade. Hier ist eine Tür. Moment. Da kann ich auf jeden Fall rein.
Wenn wir mal diesen Joker hier angucken. Was ist das? Ah, hier waren wir. Okay, dann können wir uns jetzt den Joker hier widmen. Etzadine. Okay. So, Schnatterli. Du bist dran. Ich kann dich nachzeichnen. So. Christine hat keinen Bock. Wie immer. Ich mag nichts. Was? Hass erfüllt? Greift gleich Freunde an? Du greifst gar nichts an. So. Ulti-Seele von Jamsel mal rausholen. Ist ja nur noch einer. Ja, die Ulti ist dann wieder Overkill. Die Etzadine kann also Hass erfüllen. So, bitte komm mit. Bitte, bitte. Ja. Ich verachte dich zwar ziemlich, aber ich denke mal, wir können Freunde sein. Ja. Etzadine. Etzadine. Sehr gut. Falls wir mal einen hasserfüllenden Yokai brauchen, haben wir die Etzadine. Gut. Man muss ja irgendwie alle Yokai mal mitnehmen, ne? Wir haben ja gemerkt, in den Nebenquests ist es wichtig, viele, viele Yokai zu haben. Weil die ja auch verschiedene Sachen in der Welt auslösen. So. Oder auch lösen können. Jetzt bin ich hier. Ah, und da hinten rechts ist der Tunnel. Seht ihr, den wir auf einer anderen Map hatten? Ah, Moment. Hier brauchte ich doch auch noch was. Hier brauchte ich die Fische, ne? Genau. Der wollte die Fische haben. Da unten haben wir einen Aokai. Dann gehen wir mal eben hin. Hui. So. Ach, du bist ja auch noch da. Den machen wir im nächsten Part. Da kümmern wir uns mal um den Yokai, den er sucht. Den letzten haben wir ja nicht gemacht. So. Ach, du bist ja... Oh. Eines Tages werde ich ein Popstar sein. Ich mag dieses Wort Popstar. Popstar, Popstar. Was für ein tolles Leben. Ich muss nur gesehen und bewundert werden. Was für ein berechnendes kleines Mädchen. Huch, hast du gehört, was ich gesagt habe? Hoffentlich nicht, aber was ist mit dir? Brauchst du es? Etwas? Was? Birgit ist von Popstars besessen, wegen etwas, das ich gesagt habe? Okay, ich gebe zu, ich bin von Promis ganz hingerissen. Ich liebe sie. Ach, alles meine Schuld. Ich habe es mit der Sache übertrieben. Ich rede mit ihr. Wenn ich ihr nicht helfe, dann sie und Alex böse. Das darf ich nicht zulassen. Als zukünftiger Popstar muss ich mich um meinen Beliebtheitsgrad kümmern. Vergiss, was ich gesagt habe. Mach weiter. Später helfen wir Birgit. Irgendetwas sagt mir, dass Jenny wenig überzeugend sein wird. Ich glaube, wir brauchen noch etwas Hilfe. Holen wir den Yokai Will nicht hierbei, um Birgits Entschlossenheit zu brechen. Zusammen können wir sie dazu bringen, diesen Popstar-Unsinn aufzugeben. Laut meiner Ermittlung befindet sich Will nicht im verfallenen Anwesen. Ich glaube, den habe ich. Es gibt einen Zugang zum verfallenen Anwesen hinter Oma Ilses Laden. Den habe ich doch schon, den Will nicht. Den habe ich doch schon. So, und im nächsten Part kümmern wir uns dann mal um die Mission von dem kleinen Polizisten hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Yokai Watch. Bis dahin, ciao, ciao. Messing up your hair, they'll trip you up, give you a flat tire, or make your socks go missing in the dryer. Yo, I make mischief anyway.